Ein neuer wundervoller Morgen, da es in den letzten 2 Tagen richtig, richtig heiß wurde, haben wir beschlossen, heute um 5:30 schon anzufangen. Aber Thorsten hat wirklich extrem heftig gestern gearbeitet, trotz der Hitze. Und ich fange jetzt mal alleine an, ein bisschen vor aufzuräumen, damit wir gleich weitermachen können. Es war gestern echt nervenaufreibend. Und wir hatten keinen Strom und die Kameras waren leer, deshalb konnten wir die Kameras nicht laden. Und die ganzen aufregenden Sachen sind perdu, aber ich versuche das jetzt mal zu schildern und nehme euch mit. Ich hoffe, ich bin überhaupt im Bild, ich sehe mich nicht. Egal, es gibt Wichtigeres zu gucken. Schauen wir mal. Da ist es, wo die Magie beginnt, am Brunnen. Der Brunnen war so ein bisschen das Stiefkind und gleichzeitig das Wichtigste, was wir hier haben. Denn der Brunnen liefert das Wasser. Im Brunnen ist auch die Unterverteilung vom Strom. Das war aber alles schon sehr kaputt, verrostet. Deshalb mussten wir da alles neu legen. Das haben wir Ostern ziemlich provisorisch gemacht. Und jetzt soll es professioneller sein. Und das hat Horti gestern geschafft. So, ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Hier vorne ist das ganze alte, auch das alte Rohr. Und hier jetzt wiederum ist das ganze Neue, die neue Wasserzufuhr mit Filtern und eine neue Unterverteilung bezüglich des Stroms im Brunnen und ein bisschen Sonne, die Morgensonne, wunderschön, bald wird es wieder heiß. Da ist der Gecko, der im Brunnen wohnt. Ich hoffe, man kann ihn erkennen. Guten Morgen, Gecko. Ja, bald ist dein Zuhause wieder safe. Und da, dieses schöne graue Kästchen, ist die neue Unterverteilung für Strom, wie Thorsten das gestern noch hingekriegt hat. Das ist übrigens die alte Unterverteilung für die Pumpe und für den Strom. Und ich denke, man kann ganz gut erkennen, vor allem hier und hier und hier, ja, warum wir das so schnell wie möglich raus haben wollten, bevor es uns alles um die Ohren fliegt. In den Brunnen ist immer ein bisschen was Wasser reingelaufen. Das hat die ganzen Stellen verrostet. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, oder es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis wir da eine böse Überraschung erlebt hätten. Deshalb, es musste alles neu gemacht werden. Was Torti in der Hitze des Tages von 41 Grad in der Mittagszeit geschafft hat. Ich finde, mein Mann ist ein Held. Verkünde ich hier jetzt öffentlich. Juhu! Wir haben den zweiten Abschnitt jetzt fertig. Strom ist da, Wasser ist da. Hier unten, wo irgendwann mal das Häuschen hinkommen soll, ist Wasser da, Strom da und LAN da, also sprich Netzwerk. Den Brunnen haben wir ja gestern schon fertiggestellt. Das funktioniert auch alles. Das kippen wir jetzt alles zu, dass das jetzt wieder begehbar ist. Das Problem ist wirklich, da abends lang zu laufen. Das ist schon sehr anstrengend. Dann werden wir den oberen Teil noch zuschütten und uns dann daran machen, alles, was nach unten geht, noch fertigzustellen. Aber wir haben ja noch 11 Tage, richtig? 11 Tage. Und ich glaube, das schaffen wir, oder? Yes, wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay, dann wollen wir mal auf den Bagger.
Ach, ich liebe Baggerfahren. Schwupps. Stream Team ist wieder im Einsatz. Safety first. Schön warm? Nee, ist in Ordnung. Wir haben nämlich ca. 40 Grad. Und die nächste Lieferung, diesmal Tuffstein. Die Tuffsteine, die hier geliefert werden, sind unter anderem für den Bau der Mauer bestimmt. Mal schauen, wann dieses Projekt startet. Begleitet uns auf unserem weiteren Weg und abonniert gerne den Kanal. So, wir sind geschafft. Aber das letzte Rohr wird jetzt verlegt. Es ist ein Wasserrohr und es ist wunderschön. Und wir sind froh, wenn es drin ist, weil dann können wir anfangen zuzukippen. Und dann wird dieses Chaos langsam ein Ende haben. Ja, vorhin kommen wir dann mit den Autos wieder durch, ne? Ja. Was jetzt einfach nicht der Fall ist. Ja, los, Schnuppi, dann. Wo soll ich rein? Du sollst gar nicht rein. Wir verlegen das jetzt hier oben drauf erst. Nee. Rolle. Draufstellen? Ach so, willst du machen? Okay. Dann rolle ich einfach nur. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das die richtige Seite ist. Oh, die hat schon irgendwie. Das ist sehr widerspenstig, dieses Zeug. In der Regel haben wir das so gemacht,
habe es jetzt von innen aufgerollt. Hatten wir das so gemacht, dass wir es erst abrollen und mal einen Tag in der Sonne stehen lassen. Dann ist es ganz gerade und dann hat man diese Probleme nicht. Aber wird schon. Obwohl, wird nicht. Wir machen es andersrum, Purze, das ist doof. Immer das Endstück. Hat das von Comedy? Ja, das stimmt. Da weißt du wieder nicht wie rum und dann steht es hier und jetzt ist wieder ein Brocken reingefallen. Ah, ist das ein Mist. Ein Piep. So, jetzt aber, hoffe ich. Oder auch nicht. Was ist denn das für ein Mist? Voll einfach. Es ist falsch rum. Das macht mich kirre. So. Läuft doch. Ein bisschen fluchen und es geht. Aha. Ziehst du mal bei dir ein bisschen zurück noch? Wir müssen ja weiter nach hinten. Weiter. Ja, ich weiß. Ich muss ja hier noch. Warte, ich komme da erst hin, dass wir es kurz anschließen. Ach, der Nachbar gießt wieder. Ich dachte gerade, hä? Leitung und nicht. Wo habe ich die Schere denn jetzt? Hier. Die hast du? Kannst du da in der Ecke mal drauf treten? Das muss innen dran vorbei. Oh, die schneidet voll schief, ne? Eine Tasche hinten. Boah, und weg ist er. Boah. Ein Kraftmann bei der Arbeit. Richtig. Kabelbinder soll ich gerade holen? Ja, das wäre schön. Ja. Ist an? Ja. Sieht gut aus. Ist nur die Endkappe undicht, aber die ist egal. Obwohl, nee, ist nur die Endkappe. Nee! Sieht gut aus. Alle dicht. Ja. Oh, dann mach ich schöne Frau. Ja, muss ich da wieder rein, ne? Nee, will ich nicht. Komm ich so schwer wieder raus. Nee, das ist doch echt tief. Fall ich gleich kopfüber rein und die ganze Welt sieht's. Das schneiden wir dann. Das ist auch das, was gerade lustig ist. Ah. Wer soll nachhelfen? Niemand. Niemand. Mehr? Mhm. Ein Loch. Ja.
egal, wird sowieso zugekippt jetzt. Wie tief ist das so? Ich meine, irgendwas um die 85 hast du gemessen, ne? Ja. Zentimeter? Ja. Meter nicht. Meter wäre ein bisschen echolastig. So, ich setze mich auf den Bagger. Ja, ich baue die Schläuche weg. Ja. Ich starte die Engine. Habe ich. Luft in der Leitung. Also Wasser kommt. Boah, das geknallt. Ich habe immer die Explosion. So. Finn! Mach mal kurz das Wasser aus. Der Oberste. Wasser kommt. Ja, warte mal kurz. Mach wieder an! Warum kriege ich immer die Explosionen mit? Läuft, würde ich sagen. Super!